Wer will dagegen stimmen? Wir haben den Antrag auf eine namentliche Abstimmung. Am 10. November hatte der Deutsche Bundestag das Triage-Gesetz als einen Teil des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet. Allerdings gab es selbst in der Ampelkoalition eine Enthaltung und Gegenstimmen. Aus der Koalition heißt es dazu: Die Verabschiedung des Triage-Gesetzes, des sogenannten, in der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestags, war kein Erfolg für das Antidiskriminierungsrecht in Deutschland. Die Verankerung im Infektionsschutzgesetz führt dazu, dass nur in ganz bestimmten Situationen, nämlich dann, wenn Triagierung erforderlich ist aufgrund einer pandemiebedingten Knappheit intensivmedizinischer Kapazitäten, die Grundsätze, die festgelegt sind, überhaupt gelten. Das wird nach meiner persönlichen Überzeugung, weswegen ich dem Gesetz auch nicht zugestimmt habe im Deutschen Bundestag, dem Auftrag des Verfassungsgerichts, aber auch den Regelungen aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz nicht gerecht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wesentlich zu kurz gesprungen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass diese Regelung alleine den Auftrag aus dem Verfassungsgerichtsurteil umsetzt und hoffe deswegen, dass wir sehr schnell zu einer erneuten Beratung und zu einem echten Triage-Gesetz in Deutschland kommen. Das Gesetz wird in der Form so im Bundesrat beschlossen werden. Da gehe ich davon aus. Ich habe mich letzte Woche enthalten bei der Abstimmung, weil wesentliche Aspekte einfach für eine Zustimmung dagegen gesprochen haben. In erster Linie war das eben die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit. Eine kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit wird bei Menschen mit Behinderung zu einer strukturellen Benachteiligung führen. Das ist einfach so. Wenn ich viele Kriterien berücksichtige, bei der ein Mensch mit Behinderung grundsätzlich durch seine Behinderung sowieso benachteiligt wird, ist kein Gesetz, was im Triage eindeutig geregelt wird. Aus dem Grund, weil wir hier hingehen müssen und schauen müssen, wie kann der Mensch mit Behinderung mit einem Menschen ohne Behinderung in einer Triage-Situation tatsächlich fachlich, fachärztlich, aber auch vor allem sozialmedizinisch begutachtet werden, so dass die Zuweisung eines Bettes gerecht zur Verfügung gestellt werden kann. Und meiner Meinung nach ist es so, dass das Gesetz diese Antwort einfach nicht liefert. Ich arbeite ja seit über 2 Jahren an dem Thema Triage. Ne? Was passiert, wenn es keine Kapazitäten mehr gibt im intensivmedizinischen Bereich? Und wir haben in den anderen europäischen Ländern und nicht nur da gesehen, dass diese dramatischen Situationen dazu geführt haben, dass ältere und auch behinderte Menschen nicht mehr behandelt wurden. Wir haben die Leichentransporte in Italien, in Bergamo gesehen und in anderen Ländern. Und ich habe lange Zeit gedacht, dass wir uns in Deutschland gut auf unser Grundgesetz verlassen können, dass sowas nicht möglich sein würde. Und dann kamen die Vorschläge der DIVI, der privaten Fachgesellschaft der IntensivmedizinerInnen, unterstützt zu diesem Zeitpunkt zumindest auch noch vom Deutschen Ethikrat in Form einer Ad-hoc-Empfehlung, die in Regelungsform oder in Empfehlung gegossen hat, eben das zu tun, ja, faktisch, bei Lichte betrachtet, eben schwache Menschen zu opfern. Und in der Diskussion, die wir dann geführt haben, ging es nie nur um diesen engeren Regelungsbereich, also was passiert pandemiebedingt, wenn Kapazitäten knapp werden, sondern es ging immer auch darum, was im Angesicht eines ökonomisierten Gesundheitssystems unter den Voraussetzungen einer immer älter werdenden Gesellschaft, wo also die Zahl von vulnerablen Personen natürlicherweise immer weiter zunehmen wird, dass wir hier eine Präzedenz schaffen könnten. Ja? Also in Gesetzesform gießen, die Schwachen zu opfern und das dann später im schlimmsten Fall wirklich auch zu tun. Und der Gesetzentwurf, der dann vorgelegt worden ist vom Kabinett, von der Regierung unter Federführung des Gesundheitsministeriums, hat ein Kriterium gewählt, die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit, die bei Anwendung dazu führen würde, aus meiner Sicht, dass die Schwachen geopfert werden würden. Sozusagen in der Annahme, und selbst das könnte man streitig stellen, dass dadurch die größtmögliche Zahl von Menschen gerettet werden kann. Das darf man nicht tun.
Das darf man aus übergeordneten Interessen nicht tun. Und deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Gesetz, das ja nun beschlossen worden ist, wieder in Karlsruhe landen wird und landen muss, um, das wünsche ich mir, da einen Riegel vorzuschieben und einen vernünftigen Prozess in Gang zu setzen, der diesen verfassungsrechtlichen Bedenken dann auch Geltung verschafft und tatsächlich dazu geeignet ist, auch zukünftig in diesem Land die Einigkeit darüber, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, zu garantieren.